So sehen die Abiturprüfungen aus. Der Abiturcoach packt aus. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und nein, keine Sorge, ich habe nichts Kriminelles gemacht, bin nicht irgendwo eingebrochen und habe auch nicht irgendwelche Klausuren geklaut. Ganz im Gegenteil, ja. Ich habe jetzt natürlich nicht die Abiturprüfungen von diesem Jahr schon parat, aber ich habe natürlich selbst mein Abitur 2017 geschrieben und kann euch deswegen natürlich sehr genau sagen, wie das denn so ist mit den Abiturprüfungen, mit den Abiturklausuren, weil die unterscheiden sich natürlich doch schon gewissermaßen von den Klausuren, die du bisher so kennst. Dazu habe ich mir einige Dinge aufgeschrieben. Das Allerwichtigste ist, das wird wahrscheinlich auch wieder von Schule zu Schule und Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Aber bei uns war, wenn ich mich noch recht entsinne, die Klausuren, es sind echt viele Blätter, ja, ist auch nochmal ein Unterschied, in einem Umschlag. Ja, das bedeutet, du bekommst erstmal einen Umschlag, du kannst doch gar nicht sehen, sondern du bekommst den Umschlag einfach hingelegt. Ich glaube, den darfst du doch gar nicht aufmachen und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall sehr strikte Vorgaben, wann du was aufmachen musst und so weiter. Auch da soll dir keine Angst machen, einfach auf die Anweisung des Lehrers hören und dann läuft auch alles. Dann, wenn du diesen Umschlag öffnest, ja, das heißt, du wirst auf jeden Fall, ich meine, der Umschlag macht jetzt keinen großen Unterschied, aber du hast gleich dieses Gefühl von, okay, das ist jetzt wirklich was Offizielleres. So im Sinne von, das kam jetzt nicht von meinem Lehrer, sondern vom Kultusministerium. Es ist schon ein bisschen anderes Gefühl, ja, aber auch davon nicht verwundern lassen. Dann, wie schon gesagt, es sind extrem viele Blätter. Ja, es sind wirklich viele Blätter. Ist natürlich logisch, die Klausur geht viel länger als die normalen Klausuren. Es ist viel mehr Umfang. Auch da nicht verunsichern lassen, sei dir nur bewusst, es ist einfach super wichtig, dass du da nicht durcheinander kommst, dass du nicht irgendwie ein Blatt verlierst oder sonst irgendwas. Da gibt es meistens irgendwie ein Deckblatt, dann irgendwas, was du abgeben musst, was du nicht abgeben musst. Versuch da wirklich auch in den ersten Minuten sofort eine gute, ich sag mal, eine gute Struktur reinzubringen. Auch wie du das quasi an deinem Tisch irgendwie hinlegst, da die du schon gemacht hast, die du noch machen musst, die du gar nicht bearbeiten musst, Aufgabenblätter, Schreibblätter, all solche Sachen, ja. Versuch dir da einfach möglichst sinnvollen System zu finden, dass du da eben nicht zu sehr irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, verwirrt wirst. Dann der nächste Punkt. Du hast dann vor allem zum Beispiel in Deutsch und Englisch musst du natürlich erstmal ein Thema auswählen. Ja, in Deutsch, glaube ich, in Bayern zumindest, gibt es 5 verschiedene Themen, die man sich auswählen kann. Auch da, es ist ein bisschen anders, ja, es ist nicht so ein, okay, du startest direkt rein, sondern du überlegst erstmal, okay, was von den beiden mache ich. Du hast ja auch genug Zeit, aber auch nur, weil du genug Zeit hast, mach nicht einen auf, oh, ich habe sowieso so viel Zeit, weil da hast du garantiert nicht genug Zeit, ja, das gleich vorneweg. Das heißt, auch da, such dir das einmal durch, überleg dir, was willst du nehmen, entscheide dich dann aber auch relativ schnell. Am Ende ist die Entscheidung nicht so wichtig, ist, dass du gut vorbereitet bist und dann kannst du es eigentlich in der Regel auch bearbeiten. Trotzdem, lass dir auch Zeit bei der Auswahl, weil manchmal gibt es echt Dinge, die wesentlich einfacher sind als andere. In Mathe zum Beispiel auch ist das Ganze halt dann nicht eine Komplettklausur, sondern es ist halt in die 3 Teile aufgegliedert, also in Stochastik, Analysis und Geometrie. Und es ist einfach ein bisschen anders, ja. Das ist eigentlich so der Grundgedanke, mit dem du reingehen sollst. Es wird ein bisschen anders sein, aber ist kein Grund, dass es irgendwie schwieriger oder so wird. Du musst nur einfach dich drauf einstellen, dann kommst du eigentlich auch recht gut damit zurecht. Das heißt, im Prinzip ist einfach sehr viel, es ist sehr lang, aber ansonsten unterscheiden sich die Abituraufgaben, also wirklich wie die Aufgaben gestellt sind, nicht so groß von den herkömmlichen Klausuren. Sie sind vielleicht nicht ganz so persönlich gestellt, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir aufgefallen ist, aber wenn du da auch die ganzen Altabiture machst, dann bist du da eigentlich auch an diese Formulierungen sehr gut gewöhnt, auch an das Niveau. Weil es ja teilweise doch schon nochmal eine halbe Stufe höher. Deswegen, ich würde dir unbedingt empfehlen, mach die Altabiturere. Vom Stark Verlag gibt es ja ganz tolle Bücher, und das ist nicht bezahlt, keine Sorge. Aber die machen es einfach richtig gut. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich doch immer wieder Fragen dazu bekomme. Genau, das auf jeden Fall zu den Abiturklausuren. Mach dich nicht verrückt, wenn ihr gut vorbereitet seid. Es passt wirklich, ja. Aber einfach nur das schon mal als kleiner Insight vorneweg, die einfach als Wissen, was du vielleicht sonst nirgendwo bekommen hättest. Einfach, dass du auch da entspannt bist. Wenn du noch mehr das Ganze aufs nächste Level bringen willst, dann kannst du dich gerne unter diesem Video erster Link zu unserem Traumabitur-Coaching-Programm eintragen, wo wir dir zeigen, wie du dein Traumabitur möglichst effektiv, ohne Zeit, Druck, ohne Stress und ohne Angst mit deinem gewünschten Schnitt bewältigen wirst. Das heißt, einfach unten eintragen, dann will ich einen Mitarbeiter von mir anrufen, sagen, hey, wie geht's dir, wo sind gerade deine Probleme in der Schule, wo möchtest du hin? Und wenn er merkt, okay, wir können dir wirklich helfen, dann macht er einen Termin mit mir aus und dann werden wir eben mal gucken, okay,
was sind denn so genau die Sachen, an denen wir arbeiten könnten? Und wenn es dann von beiden Seiten passt, dann werde ich dich über einen gewissen Zeitraum als dein persönlicher Coach betreuen. Darüber würde ich mich natürlich super freuen, deswegen nutze gerne die Chance, jetzt einfach deinen Termin einzutragen, wann ein Mitarbeiter von mir dich anrufen soll. Und ansonsten denk dran, ich glaube an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Leo.